Ja, schönen guten Abend zusammen. Schön, dass ihr alle da seid, um ja zusammen in die Bibel zu gucken heute und zusammen füreinander zu beten. Und wir werden heute über einen Menschen reden, der voller Feuer und voller Eifer für Jesus war und für das Reich Gottes. Dieser Mensch war Johannes der Täufer. Und ich glaube, dass es auch unsere Berufung ist, Menschen voller Eifer und voller Feuer für Jesus zu sein und uns für ihn einzusetzen, für sein Reich. Und ich denke, dass dieser Bibel- und Gebetsabend uns heute dazu motivieren kann. Und das wollen wir auch direkt mit dem ersten Lied tun. Genau. Und lasst uns zu Gottes Ehre dazu aufstehen. Für andere brennt. Wo sind die Menschen, die vor Gott stehen, die er mit Namen kennt? Wo sind die Menschen mit Leidenschaft, voller Eifer für Gott? Wo sind die Menschen mit Jesu Herz, die segnen jeden Ort? Wo sind die Menschen, Menschen der Heiligkeit,
wo sind die Menschen seiner Gerechtigkeit? Wo sind die Menschen brennend durch Gottes Geist? Wo sind die Menschen, denen Gott Leben verheißt? Wir sind ein Volk von Anbetern, singen ein neues Lied mit Herzen voller Lobgesang, denn der Vater hat uns lieb. Wir sind das Volk seiner Gnade, ein Volk, das den Menschen zeigt, den Gott voller Eifer und Leidenschaft, den Gott der Barmherzigkeit. Wo sind die Menschen, Menschen der Heiligkeit? Wir sind die Menschen seiner Gerechtigkeit. Wir sind die Menschen, brennend durch Gottes Geist. Wir sind die Menschen, denen Gott Leben verheißt. Amen. Dürft euch gerne wieder setzen. Ja, ich freue mich, dass wir hier unter den Menschen sein dürfen, dessen Herz ja für Gott und sein Wort brennt. Ja, deswegen seid ihr heute hier. Deswegen sind wir zusammengekommen, um uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Am Anfang möchte ich noch mit uns beten. Danke dir, Vater im Himmel, von ganzem Herzen für dieses Feuer, das du in uns angezündet hast. Danke dir für dein Wort, dass dieses Feuer durch dein Wort entzündet wird und brennt. Danke dir, Herr, dass wir Freude haben an dir, an deinem Wort, an der Gemeinschaft mit dir und miteinander. Und danke dir, dass dein Wort unser Herz entzündet, auch für die Menschen, die verloren gehen. Und so bitten wir dich, segne bitte diese Bibelstunde, dass die Wortbetrachtung dazu dient, dass wir in der Liebe zu dir wachsen, in der Liebe zu unserem Nächsten, in der Liebe für die verlorenen Menschen. Herr, damit diese Bibelstunde zu deiner Verherrlichung dient. Amen. Ja, ich denke immer so, wenn es um Feuer geht, um das Brennen, an die Emmaus-Jünger, oder? Als sie unterwegs waren und sie waren so ganz verzweifelt, niedergeschlagen und Jesus kommt und redet mit ihnen. Und worüber redet er? Über das Wort Gottes. Er legt ihnen aus, wie die Schrift ihn, den Messias, den Erlöser, vorausgesagt hat. Und als sie dann angekommen sind und essen wollen und Jesus bricht das Brot, ihnen gehen die Augen auf, in dem Moment verschwindet Jesus. Und die sagen zueinander, brannte nicht unser Herz, als er uns das Wort verkündigt hat? Heutzutage hat man oft so den Eindruck, dass umgekehrt, sobald es um das Wort Gottes geht, dann ja, irgendwie Interesse und so weiter, das alles fährt runter. Aber nein, wahres Feuer wird durch das Wort Gottes entzündet. Und so wollen wir heute weiter in Lukas Kapitel 7 machen. Und vielleicht so kurz zur Erinnerung, Lukas sagte ganz am Anfang, dass er diesen Bericht über die Tatsachen verfasst hat für den Theophilus mit der Absicht, dass er Gewissheit der Dinge erkennt, in denen er unterrichtet worden ist. Das Wort Gottes ist dazu da, damit wir Gewissheit der Dinge erkennen. Und Lukas war ja selbst nicht ein Jünger Jesu, sondern er ist später zum Glauben gekommen. Er war vermutlich ein Heide, ein Arzt vom Beruf. Und er hat sich zur Aufgabe gemacht, alle zu interviewen und das Evangelium dann aufzuschreiben. Und ich vermute, dass er viel mehr Material hatte, als hier drin ist. Über
Vor einiger Zeit hat man so einen Film über den Gideon-Bund und so weiter gedreht. Ich weiß nicht, so viel ich weiß, die Filme haben da 500 Stunden oder so gedreht und daraus muss man dann so eine Stunde machen. Und Lukas hat bestimmt viel mehr Material gesammelt. Wir werden sehen, wie wir dann immer wieder lesen, es war viel Volk und Jesus heilte alle. Und da trieb Dämonen und Besessene aus. Da konnte man Zeugnisse über Zeugnisse sammeln. Aber dem Heiligen Geist gefiel es, ganz bestimmte Zeugnisse aufzunehmen. Und Viktor Penner hat ja in der Einleitung zum Lukas-Evangelium uns darauf aufmerksam gemacht, vielleicht erinnern wir uns, dass Lukas gerne so in Parallelgeschichten schreibt. Ja? So, letzte Bibelstunde hatten wir die Heilung des Knechtes des Hauptmannes und die Auferweckung des Jünglings, der Witwe aus Nain. Die Heilung eines Knechten, eines Hauptmannes, der Heide war, und hier den Jüngling, den Sohn einer Judin. Und da kann man immer so diese Parallelen ziehen. Jesus wundert sich über diesen großen Glauben des Hauptmannes. Und Markus berichtet, dass Jesus sich gewundert hat über den Unglauben der Menschen in Nazareth, der Juden in Nazareth. Jesus wundert sich und sagt zu der Frau aus Syrophönizien, als sie bat, dass Jesus ihre Tochter heilt und er sie geheilt hat, und sagte, dein Glaube ist groß. Zu den Jüngern musste er immer sagen, ihr Kleingläubigen. Ja. So diese Vergleiche. Und so geht es heute auch weiter. Und so möchte ich beginnen, kurz aufgreifen die zwei Bibelverse aus Lukas 7, Verse 16 und 18, die Boris ja letzte Bibelstunde mit uns gemacht hat. Und da lesen wir dann, Vers 16 und 17, da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Und diese Rede über ihn verbreitete sich in ganz Judäa und in der ganzen Umgebung. Also das ganze Volk pries Gott und sie sprachen darüber, dass Jesus ein großer Prophet ist. So wie Gottes seinerzeit in 5. Mose 18, Vers 15 vorhergesagt, ein Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte. Ach so, okay, ich kann hier nichts sehen. Ich wusste nicht, dass es hinten sichtbar ist. Gut. So, auf einer Seite, da ist das Volk. Ja, Dankeschön. Auf einer Seite, da ist das Volk, das preist. Die hören über diese Wunder, die Jesus getan und preist ihn und sagt, Gott hat einen großen Propheten uns geschickt, er hat uns heimgesucht und diese Rede verbreitet sich. Und dann fügt Jesus eine andere Geschichte. Hier kommt der Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer fragt, da sind wir in unserem Text, also weiter im Vers 18 lesen wir, die Jünger des Johannes berichteten ihn von dem allen. Johannes war zu der Zeit im Gefängnis, er war selbst nicht dabei, aber die Jünger haben das gesehen, gehört, was die Leute erzählen. Ob sie gesehen haben damals, weiß ich nicht, aber die haben Johannes das alles berichtet. Und dass Johannes das hört, was Jesus alles tut, lesen wir Vers 19, und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich und sandte sie zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als nun die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und auf der nächsten Folie habe ich so diese zwei Parteien, so wie Lukas das macht, einmal das Volk, Jesus ist ein großer Prophet und Johannes und seine Jünger, ist Jesus Christus der Messias? Bist du es,
der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das war dann die Frage. Nun, die Ausleger tun sich so ein bisschen schwer. Warum stellt Johannes diese Frage? Warum hat er dieses Problem? Beziehungsweise, was fügt ihm dazu? Nun, Jesus hatte Jünger, Johannes der Täufer hatte auch Jünger. Andreas, der Jünger von Jesu Christi, wir lesen im Johannesbrief, er war zunächst Jünger des Johannes. Und als Johannes Jesus getauft hat und am nächsten Tag Jesus kam und sagt Johannes der Täufer, siehe, das ist das Lamm Gottes, welcher der Welt Sünde trägt. Und da folgt Andreas und ein anderer Jünger, so hat oft Johannes sich selbst bezeichnet im Johannesevangelium, der andere Jünger. Vermutlich Andreas und Johannes waren Jünger des Johannes des Täufers und sind zu Jüngern Jesu geworden. Nun, er war ja selbst im Gefängnis und seine Frage lautete, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Warum stellt Johannes diese Frage? Hat Johannes daran gezweifelt, dass Jesus der Erlöser, Jesus der Messias ist? Johannes selbst sagt im Johannesevangelium, Johannes 1, 32 und 33 lesen wir, und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das heißt, Johannes wurde vorher bekannt gemacht. Johannes hat ja viele getauft. Wir lesen, das ganze Volk kam und ließ sich bei ihm taufen. Über dem der Heilige Geist in Form der Taube herabsteigen wird, der ist das, der Messias ist. Und Johannes hat das gesehen und bezeugt. Und Johannes bezeugt dann weiterhin, ich denke, das steht auf der nächsten Folie, ja, also im Johannesevangelium, Johannes der Täufer sagt, Jesus ist der Sohn Gottes. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist, Johannes 1, 34. Johannes bezeugt, Jesus ist das Lamm Gottes. Indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach, siehe, das Lamm Gottes. Und Johannes sagt das immer wieder, er war eher als ich, obwohl Johannes war wie viel älter als Jesus? 6 Monate in etwa älter, ja. Weil als der Engel zu Maria kam, sagte, deine Verwandte Elisabeth ist schon im 6. Monat schwanger. So, und aber Johannes sagt, Jesus war eher als ich da. Das heißt, er gibt Zeugnis, dass Jesus Gott ist. Und Johannes bezeugt, dass Jesus der Christus ist. In Johannes 1,17 sagt er, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also er nennt ihn Jesus Christus. Johannes bezeugt, Jesus ist der eingeborene Sohn Gottes. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber an den Sohn nicht glaubt, der wird Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und Geschwister, bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, ich habe nie gewusst, dass das sind die Worte von Johannes dem Täufer. Den Bibelvers, klar, kennt man. Aber Johannes der Täufer hat dieses Wort gesagt. Und Johannes bezeugt, dass Jesus der Herr ist. Als er gefragt wurde, wer er ist, er sprach, ich bin die Stimme des Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und jetzt stellt er diese Frage, bist du das, auf den wir warten, oder sollen wir auf einen anderen warten? Manche Ausleger sagen,
Johannes hat seine Jünger geschickt, diese Frage zu stellen, damit die Jünger dann gestärkt werden im Glauben. Mir scheint hier aber Folgendes zu sein. Und zwar, Johannes war ja im Gefängnis. Jesus vollbringt viele Wunder. Und wir lesen, in Vers 21 lesen wir, zu derselben Stunde aber heilte Jesus viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Jesus hat zu derselben Stunde, das heißt, als die Jünger des Johannes kamen, war Jesus sehr aktiv dabei, die viele Menschen zu heilen von Krankheiten und Plagen und von bösen Geistern und den Blinden das Augenlicht zu schenken. Lukas berichtet auch, dass im Kapitel 6 lesen wir dann auch, und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn die Kraft ging von ihm aus und er heilte alle. Und davor in Versen 17 und 18 wird berichtet, dass da große Menge von Menschen waren und sie wurden geheilt. Nun, auf diese Frage von Johannes hat Jesus folgende Antwort, Vers 22. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Amen, wird das Evangelium verkündigt. Jesus antwortet mit dieser Frage mit einer Bibelstelle aus dem Jesaja-Buch. Und Johannes kannte bestimmt, so wie er war als Prediger, er kannte auch diese Stellen. Er beruft sich ja auf seine Berufung, auch auf eine Stelle aus dem Jesaja, haben wir gelesen, Johannes 1, 23. Nun, wenn wir da einige von den Stellen Jesaja-Brief lesen, wie zum Beispiel Jesaja 42, 7, da geht es um den Messias, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Oder Jesaja 61, 1, der Geist des Herrn, der Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesandt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung der Kerkers den Gebundenen. Und Johannes ist im Gefängnis. Ja, Jesus heilt. Jesus verbringt große Wunder. Aber warum passiert nicht das, was hier im Johannes geschrieben steht, dass die Gefängnisse, dass du die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen? Und ich vermute, dass Johannes so fragt jetzt, irgendwie schien es ihm, das passt nicht zusammen. Ich denke, es geht uns oft so, oder? Wenn wir das Wort Gottes lesen, dass wir dann Probleme haben, dann manche Dinge zu verstehen. Auch in Jesaja 35, wo dann darum geht, dass Jesus viele heilen wird oder der Messias davor geht, aber die Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Und Johannes ist im Gefängnis. Und deswegen lässt er, schickt er seine Jünger, damit sie diese Frage an Jesus stellen. Nun, Jesus hat tatsächlich Gebundene befreit, oder? Da waren Besessene, die Ketten zerrissen und alles, nichts konnte sie halten. Die waren so von Dämonen gebunden. Jesus hat sie befreit. Die eine Frau, die gekrümmt war vom Geist dieser Krankheit, 18 Jahre lang, Jesus hat sie befreit.
ja, dass sie wieder gerade gehen konnte. Er hat Menschen aus dieser Gebundenheit befreit. Aber natürlich, diese Verheißung aus dem Jesaja-Brief, das gilt auch für die Zukunft. Aber das wird in einem genannt. Und das finden wir häufiger bei den Propheten. Ich möchte so ein klassisches Beispiel, das mir damals, als ich das mal gelesen habe, dann sagte ich, Moment, was ist, wieso verstehe ich? Das sieht aber interessant aus. Und zwar aus Jesaja 65. In Jesaja 65 lesen wir, Vers 17, Jesaja schreibt schon über die neue Erde und den neuen Himmel. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, sondern ihr sollt euch allezeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk, und es soll kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin vernommen werden. Soweit passt alles. Aber dann kommt der nächste Vers. Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern wer 100-jährig stirbt, stirbt man auf der neuen Erde? Wird man da sterben? Wird noch als junger Mann gelten, und wer nur 100 Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten? Sie werden Häuser bauen, werden wir da weiterbauen auf der neuen Erde? Oder Weinberge pflanzen? Gott hat es so Jesaja gegeben, die Prophezeiung, nur da liegt ein Zeitabschnitt dahinter. Das eine, was zuletzt kommt, es geht um das tausendjährige Reich, und das vorherige geht um die neue Himmel und die neue Erde. Und man stellt das so dar, das ist, wenn in Gummersbach sehen wir ja viele Hügel, man sieht so, ach, da sind Hügel, man denkt, das ist auf einer, die sind in einer Reihe oder kurz hintereinander. Und wenn man dann über einen Hügel kommt, da sieht man, okay, da kommt noch ein Tal und der zweite Hügel ist noch weit, weit weg. Und so haben Propheten diese zwei Ereignisse gesehen, aber es wurde ihnen nicht offenbart, dass sie weit voneinander, noch zeitlich voneinander getrennt gesehen werden müssen. Und so ging es Johannes dem Täufer auch, dass er diese Stellen kannte und fragte sich, was ist hier los? Warum befinde ich mich im Gefängnis? Ich bin ja der Wegbereiter für den Herrn. Das ist ja der Herr. Ich soll ja das Volk vorbereiten und jetzt bin ich mit einmal im Gefängnis. Ja, Johannes sagte, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Als seine Jünger sagten, Jesus macht mehr Jünger als du. Johannes hat gesehen, sein Auftrag muss abnehmen und Jesus übernimmt dann. Also seinen Auftrag hat er erfüllt. Aber warum bin ich im Gefängnis? Und so sagt Jesus in Lukas 7,23, glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Was bedeutet Anstoß nehmen? Das griechische Wort ist, das kennen wir auch in unserer Sprache, ist ein Skandalizer, also Skandal, man kennt ja so Anstoß. Dort, wo wir ein Problem haben, etwas zu verstehen. Und wir finden das immer wieder, auch in der Bibel, als Jesus durch ein Gleichnis die Pharisäer tadelte, lesen wir in Matthäus 15,12, da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nehmen, als sie diese Worte hörten? In Johannes 6 lesen wir, als Jesus darüber spricht, dass man sein Fleisch essen und sein Blut trinken soll. Da hatten viele Jünger Probleme damit und sie nahmen Anstoß. Sie verließen ihn. Oder als Jesus nach Nazareth kommt,
im Markus berichtet, in Markus 6, Vers 3, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon, und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Geschwister, wir stehen immer auch in dieser Gefahr, Anstoß zu nehmen. Wir sehen hier einmal, wir können Anstoß nehmen, wenn wir Jesus, seine Lehre nicht verstehen. Manche kommen nicht drüber hinweg, die nehmen Anstoß daran. Oder Menschen, die die Botschaft Jesu nicht annehmen wollen, so wie die Pharisäer das getan haben, und sie nahmen Anstoß daran. Sie ließen sich nicht ermahnen. Denn das, was Johannes predigte und was Jesus predigte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es war die gleiche Botschaft, die sie verkündigt haben. Und Menschen zur Buße aufzurufen. Und Jesus ging noch, wir werden sehen, viel, viel weiter natürlich als Johannes. Aber Johannes Auftrag war, für Jesus das Volk vorzubereiten, dass sie bereit sind, die Botschaft von Jesus Christus anzunehmen. Aber Schriftgelehrten Pharisäer wollten nicht und sie nahmen Anstoß daran. Und es ist oft so, die Botschaft, die ich nicht hören will, daran nehme ich Anstoß. Oder so wie die Einwohner von Nazareth, die wussten, Jesus ist da geboren. Er war ein braver Junge gewesen als Kind. Wir lesen, er nahm zu an Gunst bei Gott und bei den Menschen. Er war ein gehorsames Kind und ein fleißiger Schreiner oder was auch immer er getan hat. Und sie konnten nicht glauben, dass er der Messias, der Sohn Gottes ist. Sie haben nicht dem geglaubt, was sie gehört haben. Sie haben Anstoß an ihm genommen. Ist das nicht oft so, dass wir uns Gott irgendwie zurechtlegen, einen Rahmen, eine Schablone machen und dass wir uns anstoßen, wenn irgendwas nicht in diese Schablone hineinpasst, dass wir Gott irgendwie limitieren, eingrenzen? Nun, Johannes hat es richtig gemacht, er hat seine Jünger zu Jesus geschickt. Er hat nicht so gemacht wie andere Jünger, die in Johannes 6 Jesus verlassen haben, sondern er hat seine Jünger zu Jesus geschickt. Und Jesus reiht hier auf, was über ihn vorhergesagt hat, aber er spricht nicht darüber, dass sein Auftrag ist, Gefangenen Befreiung zu schenken. Darüber spricht er nicht, sondern geht und berichtet Johannes: Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt. Amen wird das Evangelium verkündigt. So, das andere lässt Jesus weg, weil das noch kommen wird. Nun, Jesus spricht über Glückseligkeit. Was bedeutet Glückseligkeit? Glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Glückseligkeit ist, Gott zu vertrauen, trotz der widrigen Umstände. Oder wenn wir Matthäus 5 lesen, Jesus sagt, glückselig sind die Armen, die Trauernden. Glückselig sind wir, wenn wir Gott vertrauen, trotz der Umstände, trotz aller Widrigkeiten, trotz Auswegslosigkeit, trotz Gefahr. Glückselig sind wir dann, wenn wir auf Gott vertrauen. Vertrauen. Man wird so immer wieder gefragt, und alles okay? Ich sage dann gewöhnlich, alles nicht, aber gut, ja, gut geht's. Ich bin noch nicht im Himmel. Ja? Und manchmal befinden wir uns in einer Situation, die für uns unverständlich ist und man kann sagen, Herr, was machst du mit mir? Was soll das Ganze? Man versteht das nicht. Aber dann, wenn wir die Wahrheiten des Wortes Gottes nehmen, und zwar, ich habe das für mich so zurechtgelegt, wenn man mich fragt, wie geht das dir, dann sage ich so für mich selbst oder je nachdem, wer das ist, mein Vater kann alles. Ja. Mein Vater kann alles.
weiß alles. Und der, mein Vater ist immer da. Mein Vater hat alles im Griff. Er sitzt auf dem Thron. Und er hat mich sehr, sehr lieb. Und so geht es mir. Ja? Wenn man krank wird, wenn andere Widrigkeiten kommen, dann dient das mir immer zum Besten. Das kommt alles von dem liebenden Vater. Und so können wir uns darin freuen und da die Glückseligkeit erleben. Und zu seiner Zeit versteht man manches, das andere wiederum nicht. Und so sagt Jesus hier von dieser Glückseligkeit, wer keinen Anschluss nimmt an ihn. Und so möchte ich einfach uns ermutigen. Denn klar, auch alle starke Männer Gottes, Elia als Prophet, er hatte seine Phasen, wo er dann ja mit seinem Leben lieber sterben wollte als weiterleben. Ja. Und so weiter. Es sind auch bei anderen. Und wir werden verschiedene Phasen erleben. Und nun kommt Jesus und gibt Zeugnis über Johannes, den Täufer. Und ich habe da so wie einen Lebenslauf versucht, so ein bisschen kurz zusammenzustellen. So, wenn wir so wollen, man kann so einen Lebenslauf aufstellen. Der Name ist Johannes der Täufer. Johannes bedeutet, Jahwe oder der Herr hat sich erbarmt. Seine Eltern sind Zacharias und Elisabeth. Von der Nationalität ist er Israelit, aus dem Geschlecht Aarons, Stamm Levi. Und sein Geburtsdatum ist 6 Monate vor der Geburt Jesu. Ich weiß nicht, vor Christi, nach Christi ist das, wo das genau liegt, bei 0 oder bei 1 habe ich gelesen. Es gibt eine DIN-Norm dazu, oder gab es jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber wir haben ja gesehen, Johannes war 6 Monate älter. Er war ein Verwandter von Jesus, weil der Engel sagte zu Maria, deine Verwandte Elisabeth ist auch schwanger. Und Maria war ja vom Geschlecht Davids, aus dem Stamm Juda. Und Johannes war aus dem Geschlecht Aarons, vom Stamm Levi. Aber da war wahrscheinlich irgendwo mütterlicherseits andere verwandtschaftliche Beziehungen. Sein Beruf war Täufer, Wegbereiter, Rufer, Prophet. Seine Berufserfahrungen, wahrscheinlich circa 3 Jahre, so genau wird das nicht festgelegt. Sein Wohn- und Dienstort war Wüste. Da steht geschrieben, dass er geboren wurde. Ich weiß ja, ab welchem Alter. Er lebte schon wahrscheinlich als Teenager, als junger Mann in der Wüste. Er ernährte sich vom Honig und von den Heuschrecken und einem Mantel aus Kamelhaar mit einem Gürtel. Und sein Tod war dann schließlich durch Enthauptung auf Wunsch von Herodias. Man könnte da noch viele andere Elemente mit einbauen. Die Zeit würde nicht reichen, aber es ist interessant zu sehen, so seinen Dienst, seinen Predigtdienst, seine Botschaften in einem, um so die ganze Biografie von Johannes zusammenzustellen. Nun, Jesus sagt uns über Johannes den Täufer, ich lese dann die Verse 24 bis 29, und als die Boten von Johannes weggegangen waren, fing er an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in der Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die in herrlicher Kleidung und Üppigkeit leben, sind an den Königshöfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer, doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Jesus gibt ihr Zeugnis von Johannes, von seiner Berufung. Und dass er treu diesen Dienst getan hat. Und Jesus sagt,
es gibt keinen größeren Propheten als Johannes, den Täufer. Woran bestand seine Größe? In der Dauer nicht. Jeremias war über 40 Jahre lang Prophet. Das dickste Buch hat Johannes der Täufer auch nicht geschrieben. Er hat auch nicht die größte Wunder vollbracht. Wir lesen nicht, dass er Wunder vollbracht hatte. Warum war er der größte Prophet? Warum sagt Jesus das? Nun, Johannes war der größte Prophet, weil er nicht nur das Kommen des Messias vorher gesagt hat, sondern hat gesagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Er hat als Prophet Jesus als den Sohn Gottes erkannt und ihn auch verkündigt. Johannes hat getauft, damit der Taufe der Buße zur Reinigung von den Sünden. Er ist ja gekommen, um die Menschen vorzubereiten für die Botschaft, die Jesus Christus bringen wird. Johannes war der größte Prophet, weil er Jesus als das Lamm Gottes, den Sohn Gottes, Jesus als Christus, den Messias, offenbart hat. Und Johannes hat in dem Sinne nicht die Zukunft irgendwie vorhergesagt. Natürlich hat er vom Gericht Gottes gesprochen. Und Jesus sagt, er ist der Größte. Oder es gibt keinen größeren Propheten als ihn. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Wer von uns ist der Kleinste im Reich Gottes? Der gerade Neubekehrte oder? Ich weiß nicht, wie das gemessen wird, der Kleinste im Reich Gottes. Aber Jesus will hier etwas hervorheben. Die besondere Stellung, die wir als Kinder Gottes haben. Unsere besondere Stellung besteht darin, wie Petrus sagt, dass wir ein auserwähltes Geschlecht sind, ein königliches Priestertum. Wir sind ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit wir die Tugenden dessen verkünden, der uns aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht in 1. Petrus 2, Vers 19. Wir sind der Natur Gottes teilhaftig geworden, 2. Petrus 1, 4. Wir haben den Heiligen Geist empfangen und wir haben die vollkommene Gerechtigkeit und Heiligkeit erlebt, Geschwister. Wir sind vollkommen gerechtfertigt worden durch das Opfer Jesu Christi. Und wir sind gerettet durch den Glauben daran, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und auferstanden ist. Und wir haben schon jetzt das ewige Leben in uns. Wir sind wiedergeboren. Interessant ist, Johannes wurde bereits im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sagen wir so, das Fötus. Wenn heute diskutiert wird, ab wann ist ein Mensch Mensch? Johannes wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, bevor er geboren wurde. Und die Auswirkung dieses Zeugnisses von Jesus ist wunderbar. Wir lesen dann Lukas 7, 29, und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Ich verstehe das hier so, dieses Zeugnis von Jesus hat die Menschen so überwältigt. Also das, was Johannes gepredigt hat, viele haben sich taufen lassen, viele waren ja schon mit der Taufe von Johannes getauft. Aber jetzt nach dem Zeugnis von Jesus, das hat bewirkt, diese Glaubwürdigkeit von Johannes und die Wichtigkeit seiner Botschaft. Und viele haben sich taufen lassen. Nun, viele, aber nicht alle. Wir lesen weiter, Verse 30 bis 31. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Und der Herr sprach, wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlecht vergleichen
Und wem sind sie gleich? Sie sind Kindern gleich, die am Markt sitzen und einander zurufen und sprechen: Wir haben euch aufgespielt. Und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der aß kein Brot und trank kein Wein. Da sagt ihr: Er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagt ihr: Siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, man kann so die nächste Folie, die verwarfen den Ratschluss Gottes. Der Heilsplan Gottes, der schon durch die Propheten angekündigt wurde, und die schriftgelehrten Pharisäer kannten diesen Ratschluss Gottes. Als die Weisen aus dem Morgenland zu Herodes kamen und fragten: Wo soll der König der Juden geboren werden? Schriftgelehrten, Pharisäer haben nicht gesagt: Moment, wir brauchen einen Monat Zeit, um dann die Propheten durchzulesen. Nein, die haben gesagt: In Bethlehem. Sie wussten das. Aber sie verwarfen den Ratschluss Gottes. Sie waren nicht bereit, diesen Ratschluss Gottes anzunehmen. Sie waren nicht bereit, Buße zu tun über ihre Sünde. Denn die Botschaft, die Johannes verkündigte, war: Tut Buße. Und sie waren nicht bereit, sich so vor dem Volk bloßzustellen als Sünder. Sie legten großen Wert darauf zu stellen. Jesus tadelt sie und als Heuchler, die sich dann extra große Quasten machen und lange Mäntel machen und vor allen Menschen beten, und beim Fasten soll jeder sehen, dass sie gerade fasten. Ja, Jesus fällt jetzt ein. Jesus sagte ja: Wenn ihr fastet, dann wascht euer Gesicht und seid frisch. Ein Bruder sagt mal: Wenn du fastest, nimm einen Zahnstocher in den Mund, damit das aussieht, als ob du gerade gegessen hast. Ja. Aber die Pharisäer, für die war es so wichtig, dieser Schein. Und deswegen waren die bereit, diese Botschaft von Johannes dem Täufer, die Botschaft von Jesus zu verwerfen, sich selbst zum Schaden. Und sie wollten sich nicht taufen lassen, denn die Taufe von Johannes war für Menschen, die zu Johannes kamen, von der Botschaft überführt wurden, die bekannt haben, dass sie Sünder sind, die wussten: Ich muss von meinen Sünden frei werden, reingewaschen werden. Die haben sich dann als Zeichen der Buße über Sünden sich taufen lassen. Aber die schriftgelehrten Pharisäer waren nicht bereit dazu. Und sie haben sich das Ganze zurechtgelegt. Die Botschaft von Johannes: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann sehen sie den Rufenden, lebt in der Wüste, ernährt sich so asketisch, er isst und trinkt nicht, sagt Jesus. Also er lebte ja, wie wir gesehen haben, von wilden Honig und Heuschrecken. Ah, das sagt ein komischer Mensch, der hat wohl einen Dämon. Da kommt Jesus Christus und lässt sich einladen, er hat Gemeinschaft, auch mit Zöllnern, mit Sündern, und er geht auch essen, auch Pharisäer laden ihn ein. Und dann finden sie auch da eine Ursache, weil Jesus predigte auch: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Aber da sagen wir: Ach, schau mal, was für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllner und Sünder. Und der soll mir sagen, ich sollte Buße tun, und lehnen das ab. Ist das nicht so mit uns allen? Ist nicht diese automatische Reaktion, die wir haben, dass wenn wir überführt werden von einer Botschaft, vom Wort, dann versucht man, das abzulehnen. Da versucht man dann, irgendwelche Ausrede zu finden. Und Jesus sagt, ja, die waren Meister darin, die schriftgelehrten Pharisäer. Denn sie meinten, alles muss nach ihrer Pfeife tanzen. Dieses Sprichwort haben wir ja auch bei uns in der deutschen Sprache.
Ja, er sagt den Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen, zu rufen: Wir haben aufgespielt und ihr habt nicht getanzt, wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Die haben eingefordert, dass die Menschen reagieren sollen, so wie sie ihnen das vorschreiben. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Und so diese Art und Weise haben sie weitergegeben. So dass Jesus ermutigt Johannes, gibt ein Zeugnis durch das Zitat aus dem Alten Testament, dass er der Messias ist. Und Jesus verstärkt das Zeugnis von Johannes auch, nachdem die Jünger gegangen waren vor dem ganzen Volk, dass Menschen die Botschaft auch von Johannes zu Herzen genommen haben. Und da wiederum diese zwei Bilder, jemand, der die Botschaft annimmt, und dann das zweite Bild, Schriftgelehrten Pharisäer, die das Wort Gottes ablehnen und es nicht zu Herzen nehmen. Und so habe ich einige Gebetsanliegen hier aufgeschrieben, Dankes- und Gebetsanliegen. Liebe Geschwister, lasst uns danken für das Wort Gottes, dass wir nicht abhängig sind von irgendwelchen Schriftgelehrten und Pharisäern, die uns sagen, woran wir glauben sollen oder nicht, und heute das eine, morgen das andere. Wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, wie schnell sich das alles wendet. Aber wir haben das Wort Gottes, schwarz auf weiß. Lasst uns dafür danken, dass wir nicht auf Meinungen von Menschen angewiesen sind, die wetterwendig sind, die schlau sind, sondern wir haben das Wort Gottes, an dem wir uns festhalten können. Lasst uns danken für den Heiligen Geist, den Gott uns gegeben hat, der uns in alle Wahrheit führt. Johannes sagt, wir sind gesalbt durch den Heiligen Geist, und der uns in die Wahrheit führt und uns die Augen öffnet, dass wir das Wort Gottes verstehen können, es auslegen können, es auch anwenden können. Und lass uns dafür danken, dass es bei uns in der Gemeinde auch so vielfältig getan wird. Denn in Epheser 4 lesen wir darüber, dass Gott Gaben gegeben hat in der Gemeinde, auch Lehrer, die Heiligen zurüsten für das Werk des Dienstes, die Heiligen festmachen im Glauben, dass sie nicht wetterwendig sind. Lass uns dafür danken. Lass uns dafür danken, dass er uns die Erkenntnis schenkt. Auch manche Dinge, die wir nicht verstehen, dass Gott uns da mit der Zeit dann Erkenntnis schenkt, dass uns die Augen geöffnet werden. Lass uns auch dafür bitten, damit wir nicht Anschluss nehmen an Jesus. Es komme, was kommt. Aber dass wir Jesus nicht hinterfragen, bist du das? Bist du wirklich der Sohn Gottes? Bist du wirklich allmächtig? Bist du wirklich der Gott der Liebe? Sondern glückselig sein darin, dass wir nicht Anstoß an ihm nehmen. Lass uns dafür beten, dass wir die Fragen, die wir haben, Jesus stellen und warten auf seine Antwort. Aber ihn nicht hinterfragen, ihn nicht anklagen. Und lass uns dafür bitten, dass wir offen sind, bleiben für das Wort Gottes. Dass wir nicht so wie die schriftgelehrten Pharisäer dann anfangen, ja im Kleinen, das beginnt immer so im Kleinen, den Ratschluss Gottes abzulehnen, unser Herzen zu verhärten und irgendwelche Ausreden zu finden, um nicht auf das Wort Gottes zu hören und danach zu leben. Wer möchte, gerne können wir beten, kurzen Gebet, damit viele beten können, denn Gott ist es würdig, angebetet zu werden. Wir stehen auf dazu. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Danke dir, Herr, für dein Wort. Danke dir, dass du es hast niederschreiben lassen, dass du es durch deinen Heiligen Geist eingehaucht hast, inspiriert hast, dass es ein lebendiges Wort ist. Danke dir, dass dein Wort dich offenbart, dass wir dich erkennen dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass wir in der Liebe zu dir wachsen dürfen. Danke dir, Herr, für den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, der uns die Augen öffnet, Augen des Herzens, um dich, um dein Wort zu erkennen. Auch in schwierigen Stunden, auch da, wo es für uns alles scheinbar drunter und drüber geht und wir weder ein noch aus wissen, dürfen wir diesen festen Halt haben in dir, Herr Jesus Christus. Einzig sicher, du bist der Herr. Und du hast uns alle sehr lieb. Du hast dein Leben für uns, aus Liebe zu uns hingegeben. Danke dir, Herr, für dieses klare Zeugnis. Und ich bitte dich, schenke uns diesen Glauben, dieses Vertrauen auf dich. Nicht Anstoß an dir nehmen, sondern uns ganz dir anzuvertrauen. Wissen, du machst alles absolut richtig. Du machst alles goldrichtig. Danke dir dafür. Herr, und lass uns stets die Bereitschaft zu haben, auf dein Wort zu hören, auf dein Wort zu reagieren und dein Wort in unserem Leben wirken lassen. Bewahre du uns davor, dass wir uns unsere Herzen verstocken, unsere Ohren verschließen und uns von deinem Wort abwenden. Herr, hilf dir uns, immer empfänglich sein auf deine Stimme, auf dein Wort und nicht nur Hörer, sondern auch Täter deines Wortes zu sein. Danke dir für das Zeugnis des Johannes des Täufers, für sein Vertrauen auf dich.
dass er die Antworten auf seine Fragen bei dir gesucht hat. Danke dir für dieses Vorbild. Und so danken wir dir, dass wir wissen dürfen, dass dein Heilsplan in Erfüllung geht, so wie er vorher gesagt wurde. Es hat sich alles erfüllt, was du vorher gesagt hast. Es erfüllt sich heute und wird sich erfüllen, auch in alle Ewigkeit. Amen. Weg unserem Gott, der uns erlöst aus der Not. Er ist der König der Könige, er hat am Kreuz gesiegt durch seinen Tod. Dein Reich komme, o Herr, erhebe dich in deiner Macht, dieser Ehre und Ruhm und Majestät, deine Herrlichkeit ist hier. Bahnt deinen Weg unserm Gott, der uns erwählt als sein Volk, mit ihm zu herrschen in Ewigkeit. Öffnet die Herzen und macht euch bereit. Dein Reich komme, o Herr, erhebe dich in deiner Macht. Dieser Ehre und Ruhm und Majestät, deine Herrlichkeit ist sie. Deine Herrlichkeit, deine Herrlichkeit ist hier. Ja, ihr Lieben, ich möchte auch von meiner Seite euch alle herzlich grüßen, auch zu unserem Gebetsabend. Ich würde gerne bei diesem Stichwort Erkenntnis gerne noch bisschen stehen bleiben wollen. Wir haben dafür gerade gedankt, gebetet. Ist ja spannend zu sehen, was Johannes der Täufer ja schon alles wusste über Jesus. Also Peter hat ja die Folie hier einblenden lassen am Anfang. Er wusste, dass Jesus der Herr ist, dass er der Christus ist, dass er das Lamm Gottes ist, dass er der Sohn Gottes ist. Und man denkt, Mensch, was für eine Erkenntnis hatte Johannes der Täufer über Jesus? Und dann vergeht eine Zeit, er kommt ins Gefängnis und dann kommen auf einmal Gedanken auf. Und der denkt sich, Mensch, also wenn Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist und ich sein Bote bin, was mache ich im Gefängnis? Und dann macht er das einzig Richtige, Peter hat es ausgeführt, er schickt seine Jünger zu Jesus und lässt ihn fragen, bist du der, der da kommen soll oder sollen wir auf jemand anderes warten? Und das zeigt mir einfach, dass dieser Prozess der Erkenntnis nicht zu Ende geht. Also unser Leben lang wachsen wir in der Erkenntnis Jesu Christi. Und wie wichtig ist es, Jesus zu kennen, vor allem dann, wenn wir in Bedrängnis sind, wenn wir in Problemen oder gewissen Herausforderungen stecken, zu wissen, wer Jesus Christus wirklich ist. Da gibt es eine Stelle in Johannes Kapitel 14, da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dann sagt Philippus, zeige uns den Vater und das genügt uns. Und dann sagt Jesus zu Philippus, so lange bin ich schon unter euch, Philippus, und du hast mich nicht erkannt. Also Philippus war nicht irgendein Mensch, er war ein Jünger Jesu, er hat wahrscheinlich viele Wunder erlebt, Heilungen, Dämonenaustreibungen. Er wusste schon viel über Jesus.
Und Jesus sagt, so lange bin ich schon unter euch und du hast mich nicht erkannt. Und das zeigt mir, man kann viel Zeit mit Jesus verbringen, man kann auf ihn hören, man kann sehr beschäftigt sein mit Jesus, man kann sehr beschäftigt sein mit christlichen Aktivitäten und Jesus doch nicht so wirklich kennen. Sehr spannend, wenn man so die Gebete im Neuen Testament studiert. Da haben wir ja so einige Gebete, vor allem von Paulus. Da schreibt er zum Beispiel einen Brief an die Epheser und die Epheser hatten ja einige Herausforderungen. Da gab es Bedrängnis, da gab es ja diese Göttin Diana, man hat Geschäfte mit dem Götzendienst dort gemacht. Und man würde ja erwarten, dass Paulus das eine oder andere Anliegen dort aufgreift in diesen zwei Gebeten im Epheserbrief. Aber auch in diesen Gebeten geht es nicht um äußere Umstände, es geht nicht um Erfolg, um Macht oder um irgendwelche Segnungen oder so, sondern es geht darum, dass die Gläubigen, dass die Epheser Jesus noch mehr erkennen. Er betet, dass sie erkennen, dass Jesus durch den Glauben in ihren Herzen wohnt. Da denkt man sich, Mensch, das sind doch Gläubige, wissen die nicht, dass Jesus in ihren Herzen wohnt? Aber sie sollten das noch mehr erkennen. Es ist das eine zu wissen, dass Zucker süß ist. Etwas anderes ist es zu schmecken, dass Zucker wirklich süß ist. Und so betet er, dass sie erkennen die Tiefe, die Breite, die Länge, die Höhe der Liebe Jesu Christi. Und ich denke, es wäre gut, wenn wir auch in der nächsten Gebetsgemeinschaft genau darum beten, dass wir darin wachsen, Jesus noch mehr zu erkennen. Das ist ja unsere allererste Berufung. Paulus sagt in 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 9, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Und am Ende des öffentlichen Wirkens Jesus, da sagt Jesus, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist unsere Berufung. Das ist der Sinn unseres Daseins hier auf dieser Erde, Jesus Christus noch mehr zu erkennen. Das ist ja auch ein Auftrag, den wir so als Gemeinde formuliert haben. Wir wollen Gott ehren, indem wir Jesus Christus erkennen, ihn bekennen und ihm nachfolgen. Da gibt es eine Stelle in Jeremia 9, Vers 22, da heißt es, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht, Gerechtigkeit übt auf Erden. Stell dir mal vor, du wärst der Klügste, der Weiseste, der Reichste, der Sportlichste, der erfolgreichste Mensch im ganzen Land. Jede Regierung, jede Partei, jede Uni würde gerne mit dir arbeiten wollen. Oder du wärst der größte Athlet des Landes, würdest eine Goldmedaille nach der anderen gewinnen, 10 Millionen Euro im Jahr verdienen. Was für eine Erfüllung wäre das? Was für eine Freude wäre das? Und Jeremia sagt, das alles ist nichts im Vergleich zu dem, wenn man Jesus Christus erkennt und mit ihm lebt. Und deswegen, lass uns das zum Anliegen machen. Das war das Anliegen von Paulus an die Epheser und das sollte auch unser Anliegen sein, dass wir, genauso wie Johannes, dass wir da nicht stehen bleiben, wenn wir schon einiges an Erkenntnissen gesammelt haben, sondern dass wir darin wachsen, in dieser Erkenntnis Jesu Christi. Lass uns aufstehen und nochmal gemeinsam eine Gebetsgemeinschaft machen. Amen.
dennoch kommt er in Bedrängnis und die Jünger, die ihm in diesem Kopf noch verstärken, gehen dahin, versuchen mit Johannes dem Täufer zu sprechen. Da geht es uns nicht immer auch so. Wolltest du uns vergeben, weil unser Glauben schwächer wird, wenn wir nicht mehr brennen können, wie wir gesungen haben von Anfang des Gottesdienstes. Helf uns, dass wir in der Erkenntnis wachsen können. Dass diese Erkenntnis nicht weniger wird, sondern umgekehrt. Von Tag zu Tag stärker wird und wir können dem Glauben auch unsere Tage geben. Wir danken dir, dass du die Gebete hörst. Dir sei Lob und dann beten wir. Amen. Vater im Himmel, ich bin dir von ganzem Herzen dankbar, dass wir nicht über dein Wesen, über deine Existenz irgendwie spekulieren, philosophieren, diskutieren müssen, sondern du hast dich uns offenbart. Jesus Christus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und ich danke dir, Herr, für diese Offenbarung. Ich danke dir, dass du dich uns gezeigt hast, Herr. Durch die Schöpfung, aber noch viel mehr durch dein Wort und vor allem durch deinen Sohn können wir erkennen, wer du bist. Und so bitte ich dich, Herr, dass wir als Gemeinde weniger für unser Wissen bekannt sind, sondern für unsere Erkenntnis. Herr, dass wir nicht nur, sage ich mal, informatives Wissen haben über dich, sondern persönliches Wissen. Dass wir wirklich als Menschen bekannt sind, die dich kennen, die mit dir verbunden sind, die eine persönliche Beziehung zu dir haben. Und ich danke dir, dass es keine Grenzen gibt in diesem Prozess. So wie der Johannes der Täufer gewachsen ist in der Erkenntnis, Herr, so möchte auch ich wachsen in dieser Erkenntnis, weil es sich lohnt, Herr, weil du einfach in diesen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und so bitte ich dich auch um Vergebung, Herr, dass das oftmals in meinem Alltag nicht der Fokus ist, Herr. Dass ich oftmals zu dir komme, um irgendwelche Segnungen oder irgendwelche Lösungen zu finden für meine Probleme, statt wirklich dich zu suchen, der die Lösung ist, der die Antwort ist für alle Fragen, Herr. Ich bitte dich darum, Herr, dass du auch da mein Herz reinigst und mir diesen Fokus einfach schärfst, Herr, dass die Erkenntnis mir dessen, wer du bist, für mich das Allerwichtigste ist, Herr. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Wir setzen uns. An dieser Stelle möchte ich alle diejenigen verabschieden, die über den Livestream den Gottesdienst mitverfolgt haben. Wir wünschen euch einen schönen und gesegneten Abend. Gibt es vielleicht von eurer Seite irgendwelche Gebetsanliegen, Dankesanliegen, dann dürft ihr sie gerne weitergeben.